Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Pokesis und Poke Bros. Und herzlich willkommen zum einem weiteren Kampf der Region, sag ich mal. Heute geht's nämlich ran gegen den lieben X-Fighter. Und der leitet das Team Diable Zapdos. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Und Mann, jetzt geht der Knopf nicht zu. Und wir müssen heute mal ein paar Punkte ranholen, weil sonst wird das nämlich ziemlich knappig mit den ganzen Gedöns hier. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, heute geht's ran gegen X-Fighter Diable Zapdos. Und ich würde sagen, wir schauen uns sein Team an. Mega Galagladi, Juju, Cherox, Brüllschweif, Sumpex, Donarion, X-Bart, Porygon Z, Silvaro, Amigento Gestein, Mopex und Fienontor. Muss ich irgendwie was dazu sagen? Das sieht so aus, als hätte ich eine Cap aufgehabt. Hab ich aber nicht, Mann. Naja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe ein bisschen seine Kämpfe analysiert, so ein bisschen so für mich. Und er hat immer seine S-Tiers dabei. Sumpex und Screamtail. Ich denke mal, den wird er auch safe wieder mitnehmen. Falls nicht, ist auch okay. Also Brüllschweif muss ich nicht sehen. Also. So, wir kommen jetzt zu meinem Team. Wir fangen an. Mobile Brill. Parmort. Wie heißt der nochmal? Pamomamo. Das erste Mal dabei. Siehst du, schon so oft nicht mitgenommen. Beziehungsweise nicht in Betracht gezogen, den mitzunehmen. Bei einigen Sachen hätte er wirklich was reißen können, auf jeden Fall. Aber heute ist er dabei. Kein Close Combat. Einmal nur Punching Moves, Seed Bombs. Potenziell sogar Lead. Weil ich denke mal, wenn er starten wollen würde, Sumpex Lead potenziell oder Donarion gucken. Auf jeden Fall bin ich beides gut gerüstet. So, dann auf jeden Fall weiter Power Active Blastoise. Gleiches Set fast wie beim letzten Mal, außer natürlich die Moves ein bisschen angepasst. Ganz easy popeasy, ne? Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, ist shit. Wobei, ich könnte das ja eigentlich ein bisschen anpassen, ne? Dass wir ein bisschen mehr Damage machen. Mache ich gleich aber. Dann erwähne ich das gleich nochmal. Dann Nidoqueen auch mal wieder dabei. Ich war erst am überlegen, komm, spielst du Sheer Force und Life Orb. Habe ich dann gedacht so, nee. Erst hatte ich auch ein Set mit Toxic Spikes. Habe ich gedacht, eigentlich schon ganz geil, aber dann habe ich keine Sludge Bomb oder beziehungsweise, ja, Sludge Bomb. Ich wollte lieber Sludge Bomb spielen statt Sludge Wave. Ich weiß, es macht 5 Damage mehr, dies, das, Ananas. Aber, ich will es, wie gesagt, nur ein bisschen halt Bulky spielen mit dem Rocky Helmet. Beispielsweise gegen Silvaro, gegen Mega Galagladi, gegen Cherox. Vor allen Dingen gegen Cherox, weil am liebsten würde ich halt so ein bisschen Grüße gehen raus an Flex. Toxic drücken. Und mal gucken. Ja, Crobat, denke ich, wird er nicht. Also X-Bart wird er safe nicht reinschmeißen. Wenn ja, kann er es machen.
dann ist das so. So, aber weiter im Text. Bagnolux, Dragapult, Choice Band, scheißegal. Ja, ihr seht's, Fassade. Warum Fassade? Weil ich denk mal, wenn ein Brüllschweif mir einen fucking T-Wave reinprügelt, dann kann ich auch Fassade drücken. Notfalls. So. Weiter im Text. So, dann haben wir Steelbrill. Unser Ferrothorn mit der Anti-Kampfbeere. Ich war erst am überlegen, Lefties zu spielen, aber dann überlebe ich nur einen. Ja, okay, ich überlebe so oder so. Aber ich habe das mal ein bisschen nachgekalkt. Und ich sag mal, wenn er offensiv spielt und Chop und Close Combat mit Galagladi drückt, kriegt er erst in die Iron Barbs und geht auf minus 1. Und ich kann einmal Giro Ball drücken, auch wenn er Adamant spielt, glaube ich. Sind es 87,7%. Sprich, auf jeden Fall sollte er dann normalerweise down gehen und wäre natürlich mega geil. Aber nichtsdestotrotz. Und dann auf jeden Fall Diancie, mega Diancie wieder dabei. Mal endlich wieder. Am liebsten gegen Setup fahren, gegen ein, ja, gegen alles. Nee, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde den Z gerade nicht. Genau, Porygon Z oder sowas. Porygon Z wäre geil, weil Porygon macht mir einfach Zero. Oder was weiß ich, oder ja, macht mir einfach Zero. Und ja, eben Setup drücken, dies, das, Ananas. Klar, ich bin gespeedcreept auf, was war das noch? Warte. Wait a second, please. Mega DNC. Bin auf 330, sprich, ich bin schneller als Chiyu, also als Yuyu. Wenn es denn noch da ist. Ich kann auch sogar gegen Yuyu rein. Und Setup drücken wäre auch eine Option, aber. Nichtsdestotrotz, ja, ihr wisst jetzt, was kommt. Erste Werbung, dann der Kampf. Er hat wirklich alles dabei. Ah, okay, good luck, Herr Fahnen. Ausnahmsweise, eigentlich schreibe ich das ungern. Er hat Chiyu nicht dabei. Das ist natürlich bombenmäßig. Er hat Glades und Packs. Swampert. Dann Vikavolt. Xerox. Scissor. Screamtail. Und Porygon Z. Das ist natürlich Bombe. Ja, wir gehen erstmal direkt raus in Mobi Brill. Wie geplant. Ich kann halt immer raus, ne? Quasi. Ja. Oh. Ja, optimal würde ich sagen, wir gehen hier einfach direkt auf Seedbomb.
Ja, let's go. Perfekt. Gyroball sollte jetzt killen. Ja. Ja, Mann! Ja! Ferrothorn! Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt... Ja, let's go. Let's go, Diancie. So. Diancie. Gegen Porygon Z. Ich spiele jetzt übelst langsam. Shadow Ball. Das war viel Damage. Er ist modest. Er ist modest. Er ist auf jeden Fall modest. Und Specs. So, wenn ich Call Mine drücke, was passiert dann? Geh auf plus 1. Er ist halt schneller. Nee. Jo, ne, dann nehmen wir erstmal Ancient Power. Schade, kein Omni-Boost. Wir drücken hier Moonblast. Wir drücken Moonblast, er geht auf Xerox. Wir können ja jetzt auf jeden Fall auf Nidoqueen raus. So. Er wird ja wohl mit einem Fire Blast rechnen, oder nicht? Ich denke mal. Come on, wir drücken jetzt Fire Blast. Ja, Swampert ist in Ordnung. Wir müssen nur treffen. Wir müssen. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Wir wechseln. Ah, Steel Brick. Vika Volt, okay. Mhm. Mhm. So, was mache ich denn jetzt mit Blastoise gegen Vikavolt? Es ist Sticky Web. Wir sind auf... Wir tanken alles. Wir tanken tatsächlich noch alles. Und Scald killt an dieser Stelle. Yes. Wir drücken hier Rapid Spin. Er ist Choice. Er ist Choice Bandit. Er ist Choice Bandit. Wir gehen hier einfach nochmal auf Scald und lassen auf den Burn. Yes! Optimal. So, wir gehen jetzt auf Flip Turn. Und gehen raus auf Nidoqueen. U-Turn ist in Ordnung. Porygon. Gehen wir jetzt einfach mal auf einfach mal Toxic. Wir drücken Toxic. Shadow Ball hat er gedrückt, richtig? Ja.
drücken hier nochmal. Okay. So. Was mache ich denn jetzt mit Porygon Z? Erst gechoiced. Erst modest. Gehen wir auf Power Mod. March Punch. Dragapult. Dragon Darts killt an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber wir gehen mal U-Turn. Wir gehen mal U-Turn. Oh, ich glaube, das war gerade ein Fehler. Okay. Mhm. Können ja auch mal auf Knockoff drücken. Mhm. Lefties. So, er drückt jetzt Wish, richtig? Er drückt jetzt Wish. Und wir gehen einfach auf die Yancy, würde ich sagen. Er drückt jetzt Wish. Oder Reflektor. Ist in Ordnung. Mhm. So, optimal. Wenn er auf Shadow Ball geht, das macht halt nichts, ne? Er ist halt schneller, ja klar. Er ist zwar schneller, aber wir tanken auch ein. Wir können auf jeden Fall Moonblast prügeln. Ja. Ja, perfekt, optimal. So, gegen ein GG. Ich denke mal, er ist physisch. Ich will jetzt noch safe spielen. Ich will safe spielen. Moonblast. Shit, reicht noch nicht mal ganz. Oder? Ja, come on. Oh, reicht doch. Nice. Perfekt. GG an dieser Stelle, Mann. GG. Boah, geil. Aber dass er Juju nicht mit hat, das war schon weird. Ja, optimal, ne? Optimal, Leute. Optimal. Oh, Mann, ey, ich hab gesagt, ich brauche ein CC. Ja. Was? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Genau, wir. er hat gerade was noch im Chat geschrieben, deswegen. Ja, wir brauchten die Punkte. Wir haben die Punkte. Geilo Schmeilo. Ich pack das Matchclair auf jeden Fall erst noch wieder in die Resultat-Channel. Und Leute, Alter. Und ich habe mir heute Morgen die ganze Zeit Gedanken gemacht. Scheiße, wie spiele ich? Wer wäre gut? Spielst du das so? Nee, spielst du es doch anders? Nee. Gut, dass ich doch mal ein bisschen mehr getraut habe. Mal mit Pamo Mamo. Und Turtok hat wieder einen richtig geilen Job gemacht. Richtig fett. Ich habe hier auch ein kleines Missplay. Ist mir vorhin aufgefallen. Ich hatte sogar ein Missplay.
Aber Nido Queen sterben lassen war an sich gut. Ich habe tatsächlich auch eher gedacht, er geht auf Screamtail raus. Sonst hätte ich natürlich mit Dragapult einfach nur Dings drücken können. Aber war eigentlich, ja. Geil. Freut mich. Leute, haut rein, bleibt gesund und ciao.